Die Legende ist back in Business. Willkommen zu einem besonderen Video. Ich bin am höchsten Gipfel des Tennengebirges am Raucheck. Gestartet bin ich in Tenneck am Bahnhof, habe den Hochkogelsteig gemacht, das ganze Tennengebirge bis jetzt daher überschritten und werde dann schauen, dass ich über die Tronleiter wieder runterkomme und von da geht es nachher wieder retour nach Tenneck. Ist eine ziemlich lange Tour. Wer das nicht verpassen will, viel Spaß dranbleiben. Da geht es jetzt zuerst einmal hin. Ja. Das wird ein großes Unterfangen heute. Jetzt geht es gleich einmal unter der Autobahn durch und raus aus der Zivilisation. Sehr nice. Die ersten paar hundert Höhenmeter geht es einmal gleich durch einen steilen Wald rauf. Im Normalfall, wenn ich es richtig im Kopf habe, müssen wir beim Parkplatz vor der Eisriesenwelt ankommen. Nach 350 Höhenmeter wird es einmal ein bisschen flacher und aus dem steilen Graben bin ich auch heraus. Voll schön, wie es da durch den Wald geht. Traumhaft. Ich bin ja bis jetzt immer noch mit dem Auto da raufgefahren. Ich glaube, da vorne, falls man sieht im Video, darf die Straßen sein, wo es nachher zum Parkplatz geht. Also bis jetzt kann ich sagen, hat sich definitiv mega ausgezahlt, da zu Fuß unten im Tal gestartet zu sein. Bis jetzt sind ein bisschen mehr als 400 Höhenmeter. Nice, so geil. Ein gewaltiger Ausblick auf den Hochkönig, wie er gerade wach geküsst wird. Hinter die Bäume. Traum. Da unten im Bild sieht man die Burg Hohenwerfen. Erster Checkpoint erreicht. Parkplatz, Eisriesenwelt. Da hinten geht es nachher mit der Bahn rauf. Für mich nicht. Für mich geht es zu Fuß. Ja, das Gebirge ist näher. Immer heute 30 Minuten, Ödelhaus 2 Stunden 10. Geht schon oder hin. Ja, das ist da jetzt das Besucherzentrum. 20 Minuten geht es bis zur Seilbahn-Talstation und da geht der Wanderweg auf. Den probiere ich einmal. Tickets sieht man eh online, 38 Euro mit auf und runterfahren für Erwachsene. Wenn man es vor Ort kauft, 42 Euro Jugendliche. Ein bisschen günstiger. Wieder sparen wir es, weil ich jetzt Fuß. Übrigens, wer bis da noch kein Ticket gekauft hat, muss definitiv zu Fuß raufgehen. Hinten im Besucherzentrum gibt es die Tickets. Und da unten im Tal, in Tenneck, habe ich vor einer Stunde die Tour gestartet. Wir müssen durch den Tunnel gehen, gegen Steinschlachterschau. Ziemlich lang der Tunnel, aber geht ohne Stirnlampen ganz gut. Da kommt die Straße rauf für die Betriebsfahrzeuge. Da ist jetzt die Talstation von der Bahn. Vermutlich nach links. Genau.
gerader Wanderweg auf. Sieht man schon das gelbe Schildl fahren. Für die, die mit der Bahn fahren wollen, da rechts rein. Die Totalsperre hängt noch immer da, aber geht nur bis 12. April. Heute haben wir den 10. Mai. Insofern ignoriere ich das. Also das ist teilweise eine richtige Schotterwüste da. Ja, und wenn es da ausrutscht, gehst du ab und legst unten. Also ein bisschen schwindelfrei sollte man da auf schon sein. Hätte gar nicht geglaubt, dass das so ein Wiedersteig ist. Also das ist einfach irre, wo die Leute da früher eine Steige angelegt haben. Mega. Du siehst da auf die Autobahn, nebenbei die Eisenbahn, zwei Railjets, die gerade aneinander vorbeifahren. Mega. Ja, die Uhr zeigt 2 Stunden und da vorne ist die Bergstation. Also gleich geschafft, nicht genug viel Pausen, gemütliche Gehzeit, 2 Stunden ungefähr rauf. Jo, direkt neben der Eiswiesenwelt geht es in den Hochkugelsteig rein. Fühle mich irgendwie wie in alten Zeiten. Voll geil. Coole Steiganlage, die ist da angelegt, kann man Wahnsinn. Mega! Immer wieder schön versichert und irgendwo da ganz vorne muss dann aufgehen.
Ist echt schön durchversichert da. Wunderbar. Gefällt mir sehr. Das ist echt mega. Mega ist da. Eine klassische schwarze Bergtour. Also so versicherte Passagen und nicht versicherte Passagen wechseln sich einander ab. Jetzt geht es einmal in einem normalen Gehgelände dahin. Und es schaut aus, wie wenn da Kerzen gerade fuhren, so Steigspuren warteten. Es ist aber im Übrigen alles so wunderbar durchmarkiert. Also den Weg kann man nicht verfeiern. Eins kann ich aber schon sagen, es ist schon steinschlaggefährlich. Teilweise geht der Weg über dem Weg, also man muss auf nachfolgende Geher aufpassen. Ich habe bereits vorher einen überholt und insofern darf ich nicht so wahllos einmal umtreten. Ja, jetzt wird es einmal interessant. Ich war auch nicht. Da sind ein paar so Klammern und oben ist ein Lort da, das zeige ich euch, wie das ausschaut. Da sind sogar Stifte auch. Eben diese Trittbügel. War mal nicht schwer. Und die Leiter ist jetzt auch nicht senkrecht. Das ist nicht sonderlich schwer. So schaut es nach oben aus. Und so nach unten. Das war jetzt die Stelle, also so 5 Meter ungefähr. Und der Ausblick grandios. Wenn es euch gefällt, gerne mal den da lassen. Jetzt geht es da raus und dann schauen wir mal. Aber ich glaube, ich bin bald einmal am Plateau oben. Und nicht da rechts, ob es weitergeht, keine Ahnung. Bin ich da vor so einer richtigen Arschlochstelle. Da drüben geht es weiter. Ja, ich habe zum Glück Spikes da, aber ich muss noch 10 Minuten sicherlich warten. Ich habe jetzt gerade probiert, mir Dritte zum Schlagen. Ich warte schon eine halbe Stunde. Die Sonne ist Gott sei Dank reingekommen. Ja, wenn der Schnee noch ein bisschen weicher wird, dann werde ich es noch einmal probieren. Werden wir jetzt noch mal so eine Viertelstunde ungefähr geben und dann da so die Gamsspuren umtreten. Aber es ist momentan ist es mir zu gefährlich, weil da ist ein Ring und wenn es da ausrutscht, dann bist du mausetot. Und das will ich nicht. Ich will wieder heimkommen zu meinem Buben und zu Anna. Und insofern ja, ein bisschen warten noch. Und wenn es gar nicht besser wird, dann drehe ich halt da um, auch wenn es ein bisschen. Also extrem schade war es, weil es sind schlussendlich nur noch ja, 90 Höhenmeter, dann bin ich ausgestiegen oben. Aber geht es definitiv, weil mit der Tagesverwärmung wird der Schnee weicher. Ja, schauen wir mal. Ja, das müsste jetzt dann eh schon der Ausstiegsbereich sein.
Da sieht man nochmal das Schneeviertel, was zum Queren war. War echt zauteppert. Aber jetzt sind wir da im Ausstiegsbereich. Beziehungsweise eh schon herum ausgestiegen. Ha, cool. Cool, cool, cool. Ja, die gute Stunde Pause hat sich jetzt dann auf jeden Fall ausgezahlt. Da kann ich definitiv runtergehen. Von Stunde zu Stunde wird das sicher besser zum Gehen. Und der Steffen, danke dir, dass du dann im Nachgehen mit deinen harten Schuhen noch einmal tiefere Tritt geschlagen hast. Das ist dann für mich natürlich wesentlich besser zum Anregen. Yes. Aber es hat sich wieder mal gezeigt, Spikes braucht es unbedingt. Es war jetzt echt mega schwott gewesen. Wenn ich da nicht gewartet hätte, jetzt bin ich herum ausgestiegen. Das ist eine Jagerhütte. Und da ist der Hochkogel. Den werden wir jetzt packen. Fisch. Yes. Da hinten sieht man jetzt dann eventuell den Steffen. Keine Markierung, weit und breit. Aber es geht definitiv ein Weg drauf. Stormandel finden wir. Ja, und über den Tutten. Ich glaube, ich muss jetzt einmal drüber. Das ist da ein Gespür für Wegfindung, braucht man da. Geht nach oben auf jeden Fall mal links vorbei. Zur Steigspur. Okay. Und dann darf halt da hinten, das ist der Hochkogel sein. Okay. Interesting. Ja, die Felswand über mir. Wahnsinn. Richtig, richtig einsam. Also ein bisschen bin ich schon am Schnaufen. Eh vorher auch schon. Aber jetzt ist es nicht mehr weit auf dem Hochkogel laufen. Ich schätze, dass das vom Tal so 1750, 1800 Höhenmeter sind. Ja. Mit der Stunde Pause oder Stunde 15 war es sogar, habe ich 5 Stunden 15 gebraucht. Also so circa 4 Stunden reine Gehzeit. Und Frühling wird es im Dennengebirge. Bergrettungsschachtel und jetzt bin ich herum. Mega cool. Yes. Blick, soweit das Auge reicht, da drüben das Hagengebirge, dahinter der Watzmann, Hundstod, steinernes Meer, da der Kühlkamm, außer Blick ins Salzachtal, haha. Ja, und da geht's den Nordwand auf, schön, 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 einfach herrlich. Yes, kurze Gipfelrast und einmal überlegen, wie ich weiter tue. 1780 Höhenmeter zeigt der Tacho und 9 Kilometer waren es da rauf. Es ist 11 Uhr und ich habe noch keine. Insofern war es ein Blödsinn, wenn ich nichts mehr mache. Und ich werde jetzt dann einfach einmal Dennengebirge Richtung Süden weitergehen und schauen, ob ich den ein oder anderen Gipfel noch erklimme. Da sind ja ein paar Gipfel, die über 2400 Meter hoch sind. Und die 2000 Höhenmeter möchte ich heute auf jeden Fall knacken. So, Fiere, warte mal das erste, nächste Ziel, falls es aufgeht. Keine Ahnung, ob der Gipfel einen Namen hat oder nicht. Auf jeden Fall da hinten ist der Hochkogel. Da komme ich her, unendliche Weiten da im Dennengebirge. Ich schaue mal, ob es da in die Schorten runtergeht. Da muss ich jetzt auf jeden Fall irgendwo zum Haptischhaus gehen. Das könnte der Tiroler Kogel sein. Ich weiß es nicht. Also, runter geht's.
Mega. Das war auch heck, ist da mit 1,5 Stunden angeschrieben. Also ich glaube, ich werde das jetzt probieren. Und der Punkt heißt Kotte. Solche Löcher. Wahnsinn. Ganz hinten ist der Hochkogel und rechts, da bin ich auch drüber schon. Mega schön ist da. Aber vorne hängt es schon ein bisschen herinner. Mal schauen, wie weit das ich noch gehen kann. Hoffentlich so weit die Füße tragen. Das war halt schön. Hühner Krallkopf, 2401 Meter. Der erste Gipfel über 2400 Meter im Dänengebirge. Schön ruhig ist, traumhaft. Der nächste Gipfel in Sicht. Jetzt wird's wild. Wahnsinn. Bergheil. Bergheil, Bergheil, Bergheil. Jetzt bin ich da am Pfaffenleitenkopf, 2370 Meter. Es ist halt schon richtig grandios. Da oben, also brutal wild ist da. Lehender Stein. Und da ganz vorne müsste dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, das auch ich sein. Also ich denke mal, ich werde jetzt die Dänengebirgsüberschreitung versuchen zu machen. Ich hoffe, dass es über die Tonleiter gut runtergeht. So, da hinten ist jetzt einmal anspruchsvoll durch ein Schneefeld runtergegangen. Ja. Ja, Absturzgelände, also da oben bin ich runter durch den Schnee. Und ja, das Positive ist, jetzt sind wieder Markierungen da. Ziemliche Schneestapferei. Da unten ist ein Loch, keine Ahnung, wo Linie. Aber der Schnee ist größtenteils gut. Und, okay, Fußspuren. Also das heißt, irgendwer darf sich da schon bewegt haben. Und sogar eine Fußspur in die Richtung, in die ich gehe. Das ist ein gutes Zeichen. Unendliche Weiten. Und eine Schneestapferei. Teilweise ziemlich tief eingesunken. Größtenteils geht es aber super. Höhenmeter habe ich auch schon ein paar beieinander. Und nächster Gipfel. Oh, da gebt euch einmal die Landschaft da. Da geht's weiter. 2300 Höhenmeter bis jetzt. Ja, eine ordentliche Tour. Yes! Der nächste Gipfel ist nicht mehr weit. Ist nicht mehr weit. Aber das war jetzt nicht schon da oben. Das war richtig anstrengend. Wie weit ist denn das noch? Ah, da geht es jetzt wieder fein. Jetzt habe ich nachgeschaut. Ich war ja da noch nie herum. Das ist tatsächlich das Haucheck. Der höchste Gipfel des Dänengebirges. Yes! Bergheil vom Raucheck. Der höchste Gipfel im Dänengebirge. Drüben werfen hoch Ton. Werfen hinten sieht man auch schon. Jawohl, jetzt trage ich mich ein.
Dann heißt es von nun an ging es bergab. Da ist das Gipfelbuch. Ja, da hinten ist der eine Tutten, ich weiß schon gar nicht mehr wie er heißt, 2400 Meter war er hoch. Bis zum Hochkobel sieht man gar nicht mehr zurück. Ja, brutal weit. Brutal weit. Sehr cool. Da rauf, dann da in die Schwarten und nachher hinten weiter. Ich muss auf jeden Fall jetzt da so vier. Ja. Und nachher irgendwann einmal rechts runter. Jawohl, von nun an ging es bergab. Yes. Und schon bin ich im Tontal. Schon oder erst. Das Stürmer sieht. Im Schnee geht es definitiv schneller bergab. Ganz gut. Also da oben war es jetzt ein grenzwertig mit Spikes. Das war richtig anspruchsvoll. Also ohne keine Chance. Gescheiter waren heute sogar wirklich Steigeisen gewesen. Aber es ist halt eine mega lange Tour. Und nachher mit bedingt Steigeisen feste Schuhe. Ja, 25 Kilometer gehen. Das ist halt auch zart. Ich bin jetzt dann auf jeden Fall da oben gekraxelt. Und da vor mir ist die Thronleiter. Und gehen wir jetzt noch einmal einen Müsli-Riegel. Heute brauche ich echt viel Energie. So. Und auf in der letzte Schlüsselstelle. Diese Leiter ist so psycho. Ich hoffe, ich habe den Mic hier richtig eingestellt. Es ist so irre. Sie wird immer steiler. Unendlich viele Stufen und jetzt hängt die Wand über und die Leiter dreht sich. Und hängt auch leicht von der Wand weg. Das ist so arg. Aber gleich ist es geschafft. Puh. Yes! Also ich hoffe wirklich, dass die Aufnahme jetzt passt. Ihr seht es da hoffentlich. Also es geht richtig steil auf. Und die ist ewig lang. Noch einmal will ich das jetzt nicht noch einmal machen. Whew!
Also da unten setze ich mir jetzt noch einen Zube. Ja, und aus der Gefahrenzone bin ich jetzt in draußen. Jetzt zuerst zum Moreco und noch an den Verbindungsweg auf den Eck. Vorher durch ein Schotterviertel, das war doch noch relativ warm jetzt am Nachmittag. Und jetzt in dem Wald ist es mal richtig angenehm. Dauert nicht lang, dann bin ich beim Morek und dort zweigt es noch eine Richtung Deneko. Fisch. Da vorne ist jetzt noch ein Morek, da wird es dann für mich rechts davon gehen. Ja, also da ist jetzt der Abzweiger und jetzt muss ich mal ein ziemlich weites Stückchen wieder zurückkatschen Richtung Eiswiesenwirt. Und dann geht's wieder runter nach dem Eck. Bist du deppert? Was ist das bitte für eine gigantische Runde? Unten Burghorn werfen. Das heißt, ich nähere mich Richtung Deneck. Schaut nach Zivilisation aus, oder? Also, ich war jetzt gerade beim Parkplatz, wo der Eiswiesenwirt und Deneck Bahnhof 50 Minuten angeschrieben. Also, werde jetzt dann nicht mehr so schief zugehen. Bevor ich jetzt unter der Autobahn gleich wieder durchgehe und in der Zivilisation in Deneck aufschlag, mache ich gleich mein Fazit zu der Tour. Also vorweg einmal, es war mördergewaltig, es war echt irre. Ich habe an dem ganzen Tag genau 4 Leute getroffen. Der Steffen, das war ganz gut, dass der da bei der Schlüsselstelle beim Aufgehen dabei war, bei dem Schneeviertel. Ja. Ich habe die dritte geschlagen, er ist nachher nachgekommen. Das war eigentlich so mental ganz gut. Danach haben wir uns wieder verloren. Dann habe ich einen Eisenbahner-Kollegen getroffen. Mit einem Kollegen, der hat eben einen Steig ausgeschnitten heute. Und dann habe ich noch einen Holländer getroffen, der ist über die Tonleiter aufgegangen. Der hat es aber besser gemacht wie ich. Der hat nämlich Steigeisen dabei gehabt und ich muss sagen, mit den Spikes war es halt zweimal wirklich grenzwertig. Also es war gut, dass ich in der Früh so lange gewartet habe, fast 2,5 Stunden Zeitverlust. Dann habe ich eben die Trittschlange hin, aber bei der Tonleiter oben waren die Spikes fast schon wieder zu wenig gewesen. Also insofern, ich poste das Video erst später, aber wenn das irgendwer mal in Betracht ziehen sollte, nehmt euch da unbedingt Steigeisen mit, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ansonsten, ja, ist eine anspruchsvolle Tour. Insgesamt habe ich dann über 25 Kilometer und fast 2600 Höhenmeter am Tacho. Ein paar kleine Kraxelpassagen waren dabei. Und vor allem, was halt auch noch dabei gewesen ist, waren so versicherte Steigpassagen. Die Wegfindung ist teilweise, also zumindest für mich, nicht einfach gewesen, weil es halt doch ziemlich winterlich oben noch gewesen ist. Und ansonsten ist es auch relativ schlecht markiert oben. Also es ist schon nach wie vor ein Abenteuer, das man da haben kann. Und wenn man das macht, ja, da bist du mehr wie fit genug für die Watzmann-Überschreitung. Und ich muss sagen, persönlich hat mir das auch weit mehr gefallen, wie sowas wie eine Watzmann-Überschreitung oder so, weil es halt einfach wirklich allein unterwegs bist. In dem Sinne hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn das der Fall war, Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Jo, und bis zum nächsten Mal. Bleibt geil. Ciao.